Achso, Moment. Das ist ja nicht richtig. Ich find's echt geil, dass man so gut wie jeden Block vorn in Vorder- und in den Hintergrund stellen kann. Yep. Das ist echt geil gemacht. Deswegen will ich auch gucken, dass man hier irgendwie Stützen hinmachen kann, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ja, das schaut doch geil aus, oder? Oder sollen wir da vielleicht... Sollen wir da vielleicht ein... Warte. Das machen wir jetzt mal so. Ja, jetzt kannst du da auf jeden Fall mit dem Holz schon mal durchgehen. Und mich interessiert das mal, wie das hier ausschaut, wenn ich das nur einen hoch mache. Was meinst du, schaut das besser oder schlechter aus? Weiß ich nicht, muss man... Achso, mach zwei hoch. Ja? Ja. Ja. Ah, was natürlich jetzt schön wäre, wäre grüne Erde statt rote, aber... Naja, man kann nicht alles haben, ne? Eben. Ja gut, also ganz ehrlich, wir können uns ja auch auf einem anderen Planeten irgendwo grüne Erde farmen, oder? Ja, dann bleiben wir aber hier dann, ne? Dann ziehen wir nicht um, dann bleiben wir einfach hier und fertig ist der Fisch. Ja, ist kein Problem. Ich meine, wir machen ja sowieso einen in den Let's Plays hier, dann setzt sich halt einer von uns hier den Homepunkt. Du, dann fliegen wir mit meinem Schiff. Ja, pff, mir ist das wurscht. Beim letzten Mal habe ich hier den Piloten gemacht, das kannst du gerne du machen. Ja, und ich gehe jetzt noch ein bisschen Erde farmen. Oder warte, das können wir eigentlich gleich verbinden mit einer Aushebung vom Keller. Oh, genau. Ja, ich wollte das gerade vom Spawn wegrennen, laufen, um Dings zu basteln, aber braucht's ja nicht. Pass auf, den Keller mache ich von außen begehbar. Wäre cool, wenn man irgendwie so Wendeltreppen bauen könnte, ey. Das wäre fett. Was, Wendeltreppen? Hm? Ja, die kannst du nicht bauen, aber du kannst ja schon mal, also normale Treppen kannst du ja bauen, das ist ja, das weißt du ja, gell? Ja, ja, das weiß ich. Ich muss sagen, das Spiel hat so viel Potenzial, ne? Ich hoffe, die machen da noch richtig gute Fall. Sachen raus. Ja. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass sie das machen. Man hat es von Anfang an gemerkt, dass die da halt, ja, dass die halt wirklich, wirklich Liebe reingesteckt haben in das, vor allen Dingen Liebe zum Detail. Das muss ich sagen, ja. Weil man muss sich das allein mal vorstellen. Momentaner Stand, ich weiß jetzt nicht, ob sich schon wieder geändert hat oder ob das immer noch der aktuelle Stand ist. Aber momentan hat man in dem, also die wollten das ja unbedingt so machen, dass kein Planet dem anderen gleicht. Und, Moment, was wollte ich jetzt sagen? Genau, momentan ist es so, dass es, in der ganzen Map, also die Maps sind alle die gleichen, die jeder hat. Die sind alle gleich, also die werden nicht dynamisch generiert. Aber es gibt momentan 12.400 Quadrillionen Planeten. Achso, das weiß ich, das haben wir ja schon mal nach. Genau. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Also wer nicht weiß, wie viel Quadrillionen ist, es ist im Moment mit eine 1 mit 22 Nullen, glaube ich. Ne, 24 waren es. Waren es 24? Ja, ich habe 26. Oh, das sieht doch cool aus, oder? Oder? Ja. Und das muss man sich mal wegtun. Also man... eine 1 mit 24 Nullen, das ist schon... Das ist schon echt übel. Und meiner Meinung nach völlig übertrieben, aber hey, wenn die Möglichkeiten haben, das zu machen, ja, das gerne machen wollen, ja, ich werde sie nicht aufhalten, ne? Eben. Wo ist denn? Ach, da ist er. Da sitzt er. Bist du fündig geworden? Jo. Oh, ich finde die Hütte schon richtig schick, ey. Ja. So, ich würde sagen, dass von der Tiefe her, das sollte für einen Keller einigermaßen reichen, oder? Ja. Ja, ja, klar. Ja, hier so Bodenlevel, ja. Oh, da hat mir einer gefehlt, siehst du? Und dann würde ich sagen, den Keller machen wir auch aus Bricks. Ja, klar, schön, altmodisch. Genau. Aber auch die Rückwand so, weißt du? Alles so richtig schön brickmäßig. Da machen wir einen Weinkeller drin. Ein Weinkeller. Nur, dass wir uns dort nicht betrinken können. Ach du, da, irgendwann, wenn die Möglichkeit gibt, dann machen wir da Wasser rein. Wo sind denn die Wunden? Hä?
Was denn? Ich habe jetzt da was gecraftet, aber... Ach, da sind sie, auf der anderen Seite. Zäune? Ja. Zack. Schön, so. Schön, schön. Ja, ich würde auch sagen, sollen wir dann hier so ein, diese Podeste hinbauen? Also diese Treppen sozusagen oder diese... Ja, genau. Plattform da drüber und ich möchte auch, richtig, ich möchte auch, dass es nicht hier so erdig bleibt, möchte ich da auch dann irgendwelche, ja genau, irgendwelche Holzplattformen halt quasi so nochmal als zusätzlicher Abgang halt hin. Lass mich mal gucken hier. Ja, gibt's eine Wooden Platform oder sowas heißt das, glaube ich. Ja, habe ich schon gefunden. Du schau dir doch mal dieses Wooden Support an. Das würde mich auch mal interessieren. Das sind, glaube ich, so Querbalken oder so Schrägbalken. Ja, die sind doch schon da dran. Die sind doch hier dran. Ach ja, stimmt, hey, ich seh's gerade. Weil das schaut nämlich auch immer sehr, sehr schick aus. Und pass mal auf, hast du noch so Wooden Supports? Nee, die habe ich schon verarbeitet. Okay, weil dann... Ja, mal, genau, das schaut richtig fett aus, das gefällt mir. Du musst einen breiter bauen. Wie, einen breiter? Also so, warte. Hoppala. Warte mal, genau, so. So. Genau, okay. Ah, da fehlt jetzt einer. Einer, oder? Nö, das passt. Da ist nur... Genau, da ist nur Gras drüber gewuchert. So, pass auf, was ich machen wollte. Bau noch mal zwei von diesen Wooden Supports. Okay, warte. Muss eben die Planks machen wieder. Weil ich wette, man kann die Teile auch in den Background schieben. Ach so, ja, das kann möglich sein. Da hätte halt Holz auch nicht abreißen dürfen. Der braucht eine Gegenseite. Ja, natürlich. Jetzt habe ich mal ein paar mehr gemacht. Die kriegt er ja auch, die Gegenseite. Weil dann baue ich oben auch noch rein, das sieht nämlich schick aus. Ja, aber ohne, dass der... Oh. Nee, rein nicht. Na, warte. Ich mach das mal, dann verstehst du vielleicht, wie ich das meine. Das funktioniert nicht, du bist zu nah dran, wenn dann. Hä? Du musst eins weiter weg. Zeig mir, ja, schmeiß mal so einen Support. Bau du mal. Viel Spaß. Genau. Ja, wenn nicht, dann müssen wir halt einfach künstlich das Dach verlängern. Nein. Wieso nicht? Ja, nur so. Habe ich trotzdem keine Lust zu. Weißt du, wie viel Arbeit das ist, ey? Gerade keine Lust zu. Wie drehe ich denn das? Hallo? Sag ich doch gerade. Du kannst das nur an Ecke zu Ecke machen, so wie hier jetzt hin. Hier. Ah, okay. Ja gut, dann muss ich das doch einfach hier. Dann geht es schon wieder. Das ist normalerweise deine Aufgabe, du als Dachdecker. Ja, du musst da auch mal was können, ne? Also lernen, ne? Ich muss auch was können. Ich kann alles. Echt? Sicher. Außer das, was ich nicht kann. Scheiße bauen kann ich super. Das habe ich perfektioniert in meinem Leben. Aber da bin ich. Also da macht mir niemand was vor. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß schon, was das Problem ist. Und zwar sind hier nicht überall Wände dahinter. Nee, ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert, wenn ich das so mache. Vielleicht. Oder auch nicht. Lass mich raten, wenn das Dach hier wäre, würde ich da hochkommen. Nein, also hier. Ja, da müsste es sein. So tief? Nee, geht auch so leider nicht. Ja, das ist ein bisschen schade. Sag ich doch. Naja, mei. Man kann nicht alles haben, oder? Richtig. Oh, stell mir mal eine Fackel an den Arsch, bitte. Oder nee, passt schon. Ich stell mich hier hin. Hier ist nämlich ganz kurz mal ganz frisch geworden.
kein Wunder, ich muss ja hier auch draußen rumstehen im Regen, weißt du? Ja, hallo, da muss ich jeden Tag arbeiten. Ja, aber du im RL. Ja, ja. Ja, ja. Damit habe ich ja nichts zu schaffen. Ich habe doch mit dem Real Life nichts zu tun, das weißt du doch. Ja, weiß ich. So. Zack. Was ist das denn hier für ein Ding? Ach, eine Plattform. Ach, ist ja geil. Kann ich so durchlaufen und so. Oh. Ist ja heiß. Ja, ich denke, dass damit ich da hochkomme. Ist total verschärft, hey. Das können wir eigentlich so wie so stehen lassen. So, das sieht doch schon mal. Kriegt er nämlich noch eine Etage drauf, damit das Dach auch komplett wird. Genau. Ich hab so Hunger. Kannst du mal Campingfeuer machen? Ja. Mal gleich. Ach, nö. Nö. Wie nö. Hier oben bei mir. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich mach mal ein Feuer. Super. Ja, wann baust du auch in der Nacht da oben draußen? Entschuldigung. Wenn es halt unsere Hütte fertig wird oder nicht? Ist doch völlig unklug, Mann. Ach, wir brauchen Sand. Wir brauchen. Weil das haben wir noch nie gebaut hierbei, ne? Fällt mir gerade mal ein, ne? Was haben wir noch nicht gebaut? Gläser. Glas? Nee, haben wir noch nicht gebaut. Ich hab mal so ein paar aus dem. Aus dem Dings mitgenommen. Aus einem. Hier, achte mal. Geht nicht mehr. Ja, ja, ich weiß schon. Das hab ich auch in den Patch Notes gelesen. Das war ja auch volle Kanne Cheaten, also ganz ehrlich. Du hast so Alien Meat. Ja. Ja, dann gib doch mal her hier. Warte doch mal. Ich hab aber, du hilfst mir mal eben. Ach so. Nö, eigentlich nicht. Boah. Erste Down. Siehst du? Boah. Toll. Soll ich was essen? Hier. Hier. Ups. So, dann kochen wir's. So, so, so. Hier. Hä? Quest complete. Ja. Ey, die Quests, die erledigen sich im Schlaf, ey. Ne? Alter, seit wann dauert das so lange? Das dauert nicht immer so lange. Du mit dem Holzbett, das dauert ewig und 7 Wochen, ey. So, meine Erkältung bringt mich um. Ist echt eklig. Sieht richtig schön aus, das Haus. Und ich, wir werden auf jeden Fall mal gucken, dass... Oh, das sieht schön aus. Ein höher hätte ich jetzt gehangen. Vielleicht. Ein höher, meinst du? Ja. Ja. Ja doch, schaut schicker aus. Was schön auch wäre. Ey, warte mal. Ah. Pass mal auf jetzt. Hoffentlich geht das. Ach, das sind so Dinger. Aber die sind gut. Die sind gut. Die sind gut? Die sind gut? Ich hab hier einen Papagei, der ist auf. Der ist auf? Was ist er? Auf mich geil. Achso. Trinke. Ich bin mich voll. Spinterpeppi. Ey, aua! Ich war gerade am Bauen, du blödes Viech. Das ist übrigens ein Tukan, das ist kein Papagei. Ja, fast genau das gleiche. Ja, das ist, im Prinzip fliegt's und legt Eier während dem Flug. Ganz ehrlich, irgendwelche Viecher, die Eier schmeißen während dem Flug. Das ist ungefähr das gleiche, als wenn eine Mensch. Nee, vergiss es. Das ist jetzt egal. Was wolltest du jetzt sagen? Los? Ich wollte sagen, das ist ungefähr das gleiche, als wenn ich als Frau einen Marathon laufe und dann und währenddessen ein Kind krieg. Das ist einfach naja. Unrealistisch. Den wollte ich mir jetzt verkneifen. Oh, ich brauch Dreck. Ich brauch Dreck. Macht nichts, wir haben genügend unter dem Haus. Scheiß Papagei, jetzt sitzt er genau da oben in der Spitze, wo ich die Spitze gerade zubauen wollte. Der hockt quasi.
quasi in den Gauben. Nein, das sind keine Gauben, oder? Was ist das? Spitzboden, so, jetzt hat. Krass, oder? Nur keine Antwort ist auch eine Antwort. Hier waren drei Stück, Entschuldigung, ich bin mich da oben voll am Fetzen. Brauchst du Hilfe? Da sind jetzt vier Stück von den Scheißpapageien. Dann traue ich mich da nicht rauf. Oh, die sind weg, Halleluja. Okay. So, oh, das sieht ja cool aus. Ja, ich baue jetzt da nochmal einen Furnace. Guck mal, das sieht echt cool aus. Ach toll, hier habe ich mich auch mein verbaut. Muss ich gleich mal gucken. Oh cool, so eine coole Spitze. Haben wir fast symmetrisch gebaut, aber nur fast. Fast symmetrisch, ne? Gut, fast ist doch schon mal... Ein paar Augen, ne? Nicht gar nicht. Ah, der Keller ist auch bald ausgehöhlt. So. Ey, für den werden wir so Unmengen an Kobbel brauchen, habe ich so das Gefühl. Oh ja. Es ist auch dunkler geworden, meine ich, oder? Die Fackeln spenden nicht mehr so wirklich Licht, nein. Ne? Nein. Wusste ich doch, dass da irgendwas faul ist im Staat Dänemark. Man springt auch nicht mehr so hoch, sehe ich gerade, wenn du Dings in der Hand hast. Ja? Eine Axt oder eine Hacke, ja. Okay. Ist ja doof. Aber doch, realistisch. Ja gut, also ganz ehrlich, ob du die Hacke in der Hand hast oder die Hacke irgendwo im Rucksack hast. Ja gut, ja. Macht jetzt sprunghöhentechnisch nicht wirklich einen Unterschied. Aber wir haben schon maximal so hoch gebaut, wie wir eigentlich springen können. Ja, ja, das passt schon. So. Achso, scheiße, was baue ich hier eigentlich? Ich muss doch hier noch Decke rausnehmen. Ey, weißt du, dass wir die ersten drei Folgen, die wir von Starbound gedreht haben, so noobmäßig wie wir da waren, die ersten drei Folgen nicht eine Spitzhacke gebaut haben? Ach nee. Ja. Das hat ja gar nicht bewusst war. Hast du noch Holz? Ja, ne? Gib mal Holz. Ich müsste noch Holz haben, ja. Also nicht viel, aber... Egal, reicht, glaube ich, für das bisschen da oben noch. Ne? 11. Oh, dafür knifflig. Siehst du, sag ich doch. Oh, 36, oh, vielleicht passt. Vielleicht passt. Ach so, und so ein Holz, ja hier. Komm her, damit kann ich dich zuscheißen. Über 400 Stück. Wunderbar. Ich gedacht, du brauchst richtige Holz. Ich komm da echt nicht hoch. Dings da, Bums da. Und ich würde sagen, danach gehen wir auf eine kleine Kobbeldiebestour und sammeln nebenbei Erze. Oder was hältst du davon? Ja. Sehr gut. Ja, das sieht scheiße aus. Nicht gut. Hier, komm mal hier. Wieder abreißen. Naja, wir haben ja sonst nichts zu tun, oder? Ja, dann muss ich doch mal direkt schauen, muss ich doch mal hier meinen Countdown wieder anmachen. So. Nimm's mir jedes Mal vor, dass wenn ich Aufnahmen mache, dass ich diesen Counter aktiviere und vergesse es aber trotzdem jedes Mal wieder. Was kann das? Ach, das ist einfach nur ein Timer, der mitzählt. Der mitzählt, wie lange ich aufnehme. Ach, von mir aus kann es jetzt bis 12 Uhr so sein. Ja, ich melde mich dann bei dir, wenn mein Mund fusselig ist. Wenn ich dann noch melden kann. Ich bin gerade mittendrin. Ey, was macht denn der Vergeider schon wieder? Verschwinde. Der Sack. Aber ehrlich,